Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal geht es um die Rezepte aus Düsterbruch Nord. Und das hier ist das, was ich gefunden habe. Ich habe das ein bisschen unterteilt. Einmal in die Rezepte, die man vom Knot bekommt. Das ist ja der Goblin, wo man auch den Ogeranzug kriegt. Dann Rezepte, die speziell, oder das Rezept, das speziell in Düsterbruch Nord fällt. Und alle anderen. So, dann fangen wir mal mit den Rezepten von Knot an. Also, ihr könnt für die Schlüssel bei ihm hier Rezepte für Lederverarbeitung bekommen. Und zwar haben wir als allererstes den chromatischen Umhang. Können wir einmal rumgehen. Finde ich übrigens ein sehr schönes Modell hier mit den Zeichen. Hier blau, pink, gelb. Ich glaube, das Muster an sich hatten wir auch noch nicht. Ein sehr schöner Umhang. Dann gibt es bei ihm das Rezept für Gurt der Einsicht. Sag mal, machen wir so. Na, hier haben wir hier auch wieder ein bisschen blau. Hier vorne die Schnallen. Dann gibt es die Mungostiefel. Na, hier vorne mit Schnallen. Ist jetzt nicht so auffällig. Dann gibt es Balk der Wildnis. Das ist der gleiche Umhang nochmal mit grün, gelb. Ne? Auch sehr hübsch. Dann gibt es Armschienen der schnellen Flucht. Ne? Ist auch gelb-blau, wie ihr sehen könnt. Und es gibt unbeständiger Umhang. Das ist hier nochmal der in blau-grau, braun, würde ich sagen. Ne? So, die epischen sind nicht so oft gedroppt, vor allem hier der chromatische, den habe ich nur einmal bekommen. Aber die blauen Sachen droppen eigentlich sehr oft. Und wenn ihr farmen geht und wenn ihr vorhabt, mehrere Runden zu farmen, würde ich euch raten, weil die Schlüssel, ihr könnt immer nur einen Schlüssel besitzen. Macht eure Farmrunden, die Schlüssel kommen in den Briefkasten. Und bei der letzten Runde würde ich einfach... wenn ihr durch seid mit dem Dungeon, weil der Endboss gibt ja auch immer einen Schlüssel, geht ihr einfach zurück und stellt einen Briefkasten auf und dann holt ihr die Schlüssel raus und tauscht die einzeln um. Na? So, dann gibt es ein Inchi-Rezept, was beim Endboss fällt, der große Rekombulator. Das ist speziell für Düsterbruch Nord. Also das heißt, das Rezept gibt es aus der Tributkiste. Ihr wisst ja, für den Tribut müsst ihr alle Bosse am Leben lassen. Ne? Ihr könnt mir ja gerne mal reinschreiben, wenn es euch interessiert, wie man das macht. Ist eigentlich ganz einfach. Die ersten zwei könnt ihr umlaufen. Der dritte muss in die Eisfalle. Für die vierte müsst ihr den Ogeranzug anziehen, den ihr ja auch bei Knot bekommt. Und müsst den nächsten dann ansprechen. Der haut dann ab. Und dann müsst ihr einfach nur den Endboss umhauen, also nicht den Caster daneben, den blauen, sondern einfach den Endboss. Und dann sprecht ihr zweimal Missel an, der macht euch ja beim ersten Mal zum König von Düsterbruch. Und beim zweiten Anquatschen kommt halt eine Tributkiste. Es ist auch gerade so, wenn ihr zum Beispiel den Loot sammelt von den Bossen, wenn ihr umso mehr Bosse ihr im Leben lasst, umso mehr Loot ist in dieser Kiste. Und halt in dieser Kiste kann halt auch dieser Bauplan für Inchi drin sein. So, dann haben wir noch allgemein gedroppt. Formelwaffel, Waffe, nicht Waffel, Dämon töten. Dann haben wir hier die roten Magiestoffschultern. Und halt passend dazu die Weste. Dann haben wir hier den großen Voodoo-Umhang bei Leder. Und die große Voodoo-Maske. Kennen wir auch. Und halt der goldene Schuppenkürass bei Schmiedekunst. So, das waren die Rezepte. Wir sehen uns nächste Mal mit den besonderen Items. Ich danke euch fürs Zusehen und bis bald. Tschüss!